verachte diesen Assistenten. Aber er ist der Einzige, der je herkommt? Das automatisierte persönliche Assistenzsystem wurde entwickelt, um den mächtigen Admin bei niederen Aufgaben zu unterstützen und seinen Freunden bei der Navigation des Terminal Space zu helfen. Mann, als er das also alles entwickelt hat, hatte er immer noch gehofft, dass seine Freunde auch herkommen. Fast tut er einem leid. Es ist wirklich... Wie krass das aussieht. Bisschen wie ein Ort außerhalb von Raum und Zeit. Krasser Scheiß. Ist das... Bitte gib dein Passwort ein, um ein neues Programm zu starten. Ich... Das ist alles zu hoch für mich. Passwort. Passwort. Das muss das Passwort sein. Hashtag Kartoffel451. Es ist leer? Warte auf Material. Ich meine, das Ding redet von der Kartoffel, oder? Klingt einleuchtend. Kartoffel? Bitte? Erfasse Kartoffel! Gegenstände ausgegeben. Danke. Moment. Zwei Kartoffeln? Ja. Eine normale und eine vergiftete. Welche nehmen wir? Ich meine, das Passwort hat nichts von einem Gift erwähnt. Aber da war dieses komische Hashtag-Ding. Vielleicht bedeutet das etwas... Ja, ich glaube nicht, dass das Symbol jemals wirklich etwas bedeutet. Hm. Wir müssen herausfinden, welche richtig ist. Hm, was ist das für ein Ding? Und was hat das mit Kartoffel 451 zu tun? Wir müssen wohl irgendwas da hineinlegen, um das Ding zum Laufen zu bringen. Hashtag. Also in der Programmiererei, wenn man irgendwas negieren will, setzt man doch ein Ausrufezeichen davor. Oder meine ich das nur? Deswegen glaube ich nicht, dass es der Hashtag ist. Hoffentlich stimmt das so. Ich muss noch den Rest des Passworts angeben. Ich weiß erst, ob das stimmt, wenn ich es probiere. Nee, Quatsch. Stimmt was nicht, glaube ich. Probieren wir es mal damit. Ich muss noch den Rest des Passworts angeben. 451. Ich weiß erst, ob das stimmt, wenn ich es probiere. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Da stimmt was nicht, glaube ich. Vier, fünf, eins,
Da stimmt was nicht, glaube ich. Und dann? Vielleicht klappt es so. Ich muss noch den Rest des Passworts angeben. Ich weiß erst, ob das stimmt, wenn ich es probiere. Da stimmt was nicht, glaube ich. Wir haben die Vergiftete noch da. Da stimmt was nicht, glaube ich. 1. Da die vergiftete Kartoffel hin. Probieren wir es mal damit. Ich muss noch den Rest des Passworts angeben. Ich weiß erst, ob das stimmt, wenn ich es probiere. Ich dachte wegen 4 Blöcke, 5 Blöcke, 1 Block. Da stimmt was nicht, glaube ich. Was, also, ich weiß jetzt nicht, ob es die vergiftete Kartoffel oder die normale. Und das mit den Zahlen, ich meine, wir haben es ja ausprobiert, das muss irgendwas anders sein. Aber was könnte man denn probieren? Versuch gerade irgendwie was zu. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Wir haben Blöcke weggemacht, aber vielleicht müssen wir Blöcke stehen lassen. Also 4 Blöcke. 5 Blöcke. Ach, guck an! Die verändern die Farbe. Okay, das klingt doch nach einem Fortschritt, oder? War das ein gutes Klonk oder ein schlechtes Klonk? Ich hatte eigentlich gar keine Kartoffel reingelegt. Es ist Fred! Xara, hallo. Wenn du diese Aufzeichnung siehst, nun, dann ist der schlimmste Fall eingetreten und du hast soeben das Passwort in das primäre Terminal eingegeben. Ich wünschte, das Terminal könnte einfach Romeos Adminmacht entfernen. Das wäre viel einfacher. Aber das war leider das Beste, was ich erreichen konnte. Leg deine Hand auf das Podest, um den Handschuh zu erlangen. Er hat die Macht, Romeo wieder normal werden zu lassen. Es braucht eventuell ein paar Schläge, um ihm seine gesamte Macht zu entreißen. Aber es wird am Ende funktionieren. Verstehst du? Viel Glück, Xara. Ich glaube, du wirst es brauchen. Dann wollen wir mal. Oh, was soll das werden? Was ist hier los? Wir sind hier, um dich aufzuhalten, Romeo. Endgültig. Ich habe es euch gesagt. Eure Welt ist am Ende. Ein Umtausch. Jesse, beeil dich.
Handschuh! Abgeliefert! Goldprotokoll! Tja, das könnte noch nützlich werden. Was hast du getan? Du! Ist Jesse jetzt selber ein Admin? Frontal auf mich zuzurennen? Ich weiß nicht, was ihr im Schilde führt, aber es endet jetzt! Ich sagte, es endet jetzt! Was? Ich bin? Oh, du hältst dich wohl für ganz clever, was? Wie wäre es mit einem kleinen Tapetenwechsel? Der Seetempel? Juppidu, Jesse. Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal begegnet sind? Oh, das war, als ich noch dachte, wir könnten immer noch Freunde sein. Dieser Tempel, diese Herausforderung war mein erstes Geschenk an dich. Jetzt werde ich dich hier begraben. Es wäre voll geil gewesen, wenn Jesse jetzt selbst Admin-Kräfte hätte. Oh, tot. Fuck.
Krams. Ah, schon wieder. Muss das besser timen. Aus dem Bildschirm. Bam! Kinnhaken, Alter! Langsam hasse ich diesen blöden Anzug wirklich! Die Spielchen sind vorbei, Admin. Gib einfach auf. Oh, ich werde... Was? Mich nicht an! Tja, hallo, Jesse! Petra! Tja, hallo, Jesse! Unsere Freundschaft hat bei diesem Abenteuer etwas gelitten, oder? Sie ist ein wenig brüchig geworden. Wer dafür wohl verantwortlich ist? Ich höre dir gar nicht zu, Admin. Nein? Das ist aber schade. Und ich dachte, wir könnten so ein paar Probleme auf der Welt schaffen. Kräfte weg. Ohne sie weiß ich nicht, was ich tun soll. Das kannst du mir nicht wegnehmen. Du hast deine Kräfte missbraucht, Romeo. Es ist an der Zeit, dass du für alles bezahlst, was du getan hast. Urteile nicht über mich, denn das steht dir nicht zu. Gib mir diesen Anzug zurück. Der ist der Grund für all das. Lass los!
teleportieren! Du bist am Ende, Admin. Es ist vorbei. Das kannst du laut sagen. Na, wie fühlen sich die gleichen Voraussetzungen so an, Dummkopf? Lasst mich in Ruhe! Wie gesagt, es wäre eigentlich ziemlich cool, wenn Jesse jetzt Admin-Kräfte hätte und selber so Sachen erschaffen und teleportieren und so könnte. Ich würde lieber sterben, als mich von euch besiegen zu lassen. Ich werde euch vernichten. Euch alle, euch alle. Ja, sobald ich diesen Handschuh wieder habe. Nichts. Hey, wir versuchen hier nicht die Weltherrschaft an uns zu reißen. Was? Nein, ich will nicht. Ich wollte nur, dass die Leute... Dass sie... Das alles hier wird durch meine Kräfte zusammengehalten. Keine Kräfte mehr, keine Terminalzone mehr. Wir sind verloren. Wir werden begraben, wenn wir nicht sofort von hier verschwinden. Was ist mit ihm? Was ist denn mit ihm? Er ist nicht mehr unser Problem. Aber sieh ihn dir an. Alleine schafft er es nie von hier weg. Sie hat recht. Lasst mich einfach. All das ist doch überhaupt nur wegen meiner Kräfte passiert.